Hallo, meine lieben Sammlerfreunde. Schaut mal, was ich habe. Ja, es ist heute angekommen. Meine Bestellung von diesem Mechaneck. Einen herzlichen Dank an den lieben Stefan aus unserer Moto-Gruppe, der mir einen kleinen Tipp gegeben hat. Und wir da eine kleine Kooperation für die Besorgung dieses Produktes eingegangen sind. Herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, es ist der Mechaneck und der Ground Ripper. Ja, so heißt er jetzt, der Gute. Heute müssen wir ein bisschen mit den Display, also mit den Blendungen klarkommen, weil es ist eine wunderschöne Packung. Und da sind halt diese die tolle Figur, der Mechaneck und das tolle Fahrzeug, der Ground Ripper drinne. Ja, nochmal kurz hoch zu diesem schönen Artwork. Das ist ja sehr toll wieder geworden. Der Ground Ripper, ja, man setzt sich rein und ist da, bevor man gestartet ist. Ja, den Gag habe ich vom Star Wars Sammler. So. Okay, hinten ist Castle Grayskull und sonst ist hier aber auch tatsächlich, auch wenn man dies dreht, nur ein paar kleine Drachen und nicht mehr angeteasert. Ja, die Packung ist sehr groß und ich habe hier nicht so viel Platz. Jetzt zeige ich euch hier die Seite, da steht Mechaneck und Ground Ripper und sonst nichts. Und auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus, genau dasselbe und nichts, noch nicht mal ein kleiner Drache hat sich dorthin verirrt. Nun gehen wir zu den Abenteuern der Rückseite. So, da sind wir bei der Rückseite angelangt. Schaut mal. Ja, hier ist der Mechaneck und der beobachtet gerade die Snake Man, die sich wohl so ein bisschen auf die Eternia fixieren, um da wahrscheinlich etwas Boshaftigkeit dazulassen. Ja, so sieht es zumindest aus. Und dieses Bild hier ist ja auch irgendwie so ein kleiner Easter Egg steckt drin und es ist schon ziemlich ikonisch, weil genau so guckt der Mechaneck über den Felsen auf der Vintage-Karte und schaut in eine andere Szenerie, die mir jetzt gerade nicht mehr geläufig im Kopf ist. Ich weiß nicht, wen er beobachtet, ob das Skeletor und seine Schargen sind. Ich glaube, so in der Art ist es. Also wenn man das bis hierhin nimmt, dann ist es wirklich sehr stark an das Vintage angelehnt. Und dann ist es hier halt fortgeführt für diese Packung, dass der Ground Ripper da steht, den Mechaneck als Fortbewegungsmittel jetzt benutzt. So, jetzt sehen wir hier hinten die Box. Ja, sehr viel Weiß, sehr viel Weiß. Und da muss ich auch ein ganz kleine, es gibt ja das Sandman 3-Pack und da bin ich jetzt auch so ein bisschen am Zurückrudern, weil da habe ich ja auch gesagt, bei Marc, vom Boomo TV, der das vorgestellt hat, dass ich finde, dass das einfach viel zu schlicht und lieblos daherkommt. Und jetzt muss ich hier ehrlich sagen, das hier ist jetzt auch nicht gerade die Bombe von der Rückseite. Ja? Das sind wieder diese Exklusivsachen anscheinend, die es nur in den USA geben sollte. Und ja, dann wird die Packung halt einfach ein bisschen schlichter gemacht. Was spricht denn jetzt hier gegen, hier noch irgendwie was aufzudrucken, das ein bisschen knalliger und cooler aussieht? Ja, man sieht hier das Action-Feature, das jetzt nur noch durch Aufstecken des Halses funktioniert. Man kann den Kopf von dem Ground Ripper ändern. Das ist meines Wissens ein Konzeptkopf, der mal geplant war, aber nie genommen worden ist und jetzt uns noch bei die Packung mit dabei gefügt worden ist. Finde ich ein nettes Gimmick. Ja, weil es gibt bestimmt auch welche, die sagen, das ist doof und braucht man nicht, aber ich bin immer froh, wenn man was bekommt, anstatt wenn was fehlt.
So, und hier haben wir im Endeffekt, ja, er wird angeschubst und dann fährt er. Das Video wird auch ein bisschen länger gehen, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis. Es ist nun mal eine Figur und ein Fahrzeug. Hier sehen wir die komplette Wave 11. Jetzt holen wir mal den Guten aus der Packung raus. Das wäre Ellie. So, dann machen wir sie auf. Und holen den Guten da raus. Ja, da ist er. Die Packung ist leer. Die stellen wir schön beiseite, dass nichts passiert. Ja, wir haben ja hier das blaue Inlay, weil es ein Guter ist und kein Bad Guy. Ja, dann lasst uns mal die Sachen rausholen. Ich sehe halt hier drinnen ist der Blister komplett verklebt. Und leider sind die Sachen hier unter dem Blister. Die Figur wäre nicht das Problem. Der Ground Ripper auch nicht. Den Kopf hier. Ja, man muss die Sachen aufschneiden. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber es ist so gewollt. Da müssen wir so tun. So, mal sehen. Ob ich das jetzt so hinbekomme, dass wir da jetzt nicht zu viel zerstören. Ja, geht schon los. So. Holen wir den Kopf erstmal raus. So, der Kopf ist draußen. Dann schneiden wir hier noch ein. Tür. Die Keule. Und den Hals. Da ist der Hals. So, dann kommt noch die Armbändel. So. Die Figur steckt so feste da drin. Ich weiß nicht, warum die nochmal befestigt wird. Hat das nur Gründe für uns Sammler, dass man sagen kann, das Ding ist Mint in Box und wurde noch nie rausgeholt? Ist das der einzigste Grund? Seht ihr noch was? Ne, ihr seht gerade nichts, gell? So, hier unten haben wir wieder die üblichen Drehverschlüsse. Und da müsste das Fahrzeug jetzt abgehen. So, und hier ist es. Kriege ich das so raus? Ja. So, dann haben wir die Box auch geschafft. War ja lang genug. Ja, klasse. Grüner Hintergrund und grünes Fahrzeug. Ja, dann hätten sie den lieber in blau machen sollen. Den gibt es nämlich auch in einer seltenen Version in blau. Ja, das ist der Ground Ripper. Ja, ist schon ein ordentliches Plastikding und hat auch kein Gewicht. Und ja, aber er sieht sehr schön aus. Er sieht sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Jetzt hole ich mal den anderen Ground Ripper. Das ist ein Vintage Ground Ripper und der wiegt richtig was, weil der ja das Schwungrad hier drin hat. Was ich mal wissen wollte, das können wir uns von oben jetzt mal angucken, aber die nehmen sich in der Größe gar nichts. Wenn man von der Seite guckt, sieht man, dass der Sitz anders ist. Schaut ihr, hier ist so eine Sitzmulde und hier ist es einfach eckig und kantig gemacht. Aber ansonsten kommen wir der Sache sehr nah. Er hier ist ein bisschen knallgrüner, auch wenn das jetzt auf dem Bild gerade andersrum aussieht. Aber er hier ist knallig grüner und er ist ein bisschen dunkler. Die Aufkleber, ja, sie sind anders, aber vollkommen in Ordnung, geht alles vollkommen in Ordnung. Ja, also, der Origins Ground Ripper ist dem Vintage ja total nah. Also, das ist ja eine super Sache. Ja, gefällt mir richtig gut. Also, da werde ich jetzt nicht enttäuscht. Und hierbei, ja, leider brauchen wir das hier ja bei dem neuen nicht mehr. Das ist ja die Zugschnur von dem hier.
Und der funktioniert auch noch. Aber der, um den geht es ja eigentlich nicht. Ich wollte den euch nur als Vergleich zeigen, dass wir halt kein Action-Feature mehr haben. Kann man, denke ich, aber mit leben, weil man kann ihn ja auch... Hui! Oh, der fährt gut. Ich könnte mir vorstellen, dass der weiterkommt als das Original. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Kopf. Ja, das wird ein Kopf sein, der... Ja, ein Konzeptkopf halt, ne? Ich finde ihn nicht so wunderschön wie den anderen. Und das liegt auch meistens daran, weil man die anderen halt kennt. Okay, ich mache ihn drauf. Es ist ja eine Review. Ihr solltet es halt auch mal gesehen haben. So, das ist ganz schön verändert. Also, das sieht ja ganz schön anders aus. Wie gesagt, der hier ist für mich jetzt auch die schönere Variante. Das sieht so ein bisschen Geier, so ein bisschen Adler, vogelmäßig aus. Das gefällt mir gut. Dann kommen wir zur Figur. Hier ist unser geliebter Mechaneck mit seinen silbernen Stiefeln. Und ja, was soll ich sagen? Er sieht richtig gut aus. Man hört die Knackgelenke, die Rasten. Das ist eine richtig gute Neuerung, die ihr da gemacht habt, Mattel. Da freuen wir uns. Die Rüstung ist halt wieder aus weichem Material. Durch den Balljoint, der kann schön hochgucken. Das Gesicht und der Helm und die Brille, die er da hat am Helm. Das kommt wirklich dem Vintage sehr nah. Sehr nah. Also richtig schön. Die Rüstung ist total toll. Die ist aus diesem, habe ich ja gerade gesagt, weichen Material. Also die, da können diese Verschlüsse auch nicht kaputt gehen, wie das bei dem Vintage sonst immer passiert ist. Ja, hat den Anzug. Das sieht eigentlich fast aus wie früher. Wahnsinn. Wahnsinnig schön. Dann ist seine Keule dabei. Das ist die Origins-Keule. Und ich habe ja noch als Pendant die Vintage-Keule. Die ist von der Farbe her ein bisschen anders, aber von der Größe fast das gleiche. Also da haben sie auch wieder fast dasselbe gebaut. Ja, also die Keule ist ja, hab ich auch nie verstanden, schaut euch das mal an, was der für eine Riesenkeule. Die einer auf den Kopf gekriegt hat, ja, dann gute Nacht. Ja. Und hier haben wir das Action-Feature. Das ist das Action-Feature mit einem Pöbel vorne dran. Okay, das ist zum Glück kein Farbabrieb, sondern nur ein Rückstand von der Herstellung gewesen. So, dann wollen wir mal das Action-Feature aufbringen. Das wird dann so draufgesetzt und der Kopf dann oben drauf. Okay. Das ist es. So sieht er aus. Schaut, da ist noch so ein blauer Ring. Warum sie das gemacht haben, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber man kann ihn so ja, hinstellen. Sieht echt gut aus. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt gehen wir noch mal über den guten in den neuen Ground Ripper einsetzen. Das würde ich euch auch gerne noch mal zeigen. Ich bin echt gespannt, wie er da drinnen sitzt. Gummiband wie früher. Mal sehen, ob wir es drum kriegen. So, es geht. Es geht drum. Schaut es euch an. Es ist auch sehr straff.
Und er sitzt eigentlich schön drinne. Man sieht jetzt den Sitz. Man müsste ihn noch ein bisschen mehr reindrücken, dann würde er auch in dieser Sitzmulde wahrscheinlich drin sitzen. Aber das scheint wohl nicht so richtig zu gehen. Aber der Gedanke ist ja schon mal da. Ja, das ist, so sieht es aus. Ja, so. Und jetzt noch zum Schluss der Vergleich. Ich hatte ja schon mal ein Video hochgeladen und habe einen Custom Mechaneck selber gebastelt. Der sieht natürlich etwas dunkler aus von der Anzugfarbe. Hat aber im Endeffekt auch die Möglichkeit, das Action-Feature zu machen. Ja, das ist halt ein Vintage-Kopf. Da seht ihr schon, wie dunkel der Vintage-Kopf entgegen dem Origins ist. Auch die Rüstung ist original Vintage. Meiner hat die Armreifen in Silber. Das hat der Origins jetzt nicht. Aber die Schuhe, die sind dann auch wieder gleich. Ja, bin ich doch recht nah an den Origins drangekommen mit meinem Origins Custom. Bei mir ist ja das Action Feature mit Magneten gelöst. Hier braucht man ja einfach nur die Magneten aufsetzen. Aber richtig rum muss man es schon machen. Und dann kommt der Kopf da drauf. Und dann ist es fertig. Dann hat er sein Action Feature und hat er den langen Hals. Okay, und jetzt gehen wir mit dem Origins noch auf die Drehscheibe. Ab zur Drehscheibe. Ja, so, da habe ich sie euch nochmal beide aufgebaut. Da ist der gute Mechaneck mit seiner Halsverlängerung. Die habe ich ihm jetzt mal nicht angebracht, sondern nur einfach da unten hingelegt. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe den Ground Ripper daneben gestellt. Und jetzt möchte ich zum Resümee kommen. Ich finde, da hat Mattel eigentlich alles richtig gemacht. Die Figur ist sehr vintage-nah umgesetzt. Das Action-Feature, ja, wir sind alle erwachsen, damit lässt sich leben. Wer ein Action-Feature möchte, soll sich einen Vintage kaufen. Ja, der Ground Rubber hat halt auch kein Action-Feature. Ja, okay, also jetzt bedanke ich mich, dass ihr mal wieder reingeschaut habt, euch dieses Video angeguckt habt und wünsche euch erstmal wieder eine gute Zeit. Bleibt mir gesund und wir sehen uns dann, denke ich, zum Jahreswechsel auch auf jeden Fall noch mal ganz kurz wieder. Also eine gute Zeit. Ne? Bleibt mir gesund. Der Master Early ist raus.